Ja, hallo, heute sprechen wir über die Nummer 5 von Seite 17, die ihr als Aufgabe hattet. Und ihr werdet vielleicht gleich schnell erkennen, dass sie sehr viel einfacher ist, als man vielleicht das machen kann oder auf den ersten Blick sieht. Es geht ja ums Einsetzungsverfahren und hier würden wir normalerweise jetzt sagen, okay, wir stellen hier nach Y um, das heißt die 13 muss weg. Dann würde hier stehen y gleich 5x minus 13, denn wir würden hier minus 13 rechnen. Und dann würden wir diese y an der Stelle hier einsetzen und entsprechend weiterrechnen. Es gibt aber hier bei diesen drei, vier Aufgaben einen kleinen Trick. Vielleicht habt ihr das gesehen, dass es hier einen Punkt gibt mit 5x. Und da gibt es einen mit 5x. Das heißt, ich kann die eine in die andere einstellen, denn das ist ja genau das Gleiche. Also diese 5x und diese 5x, die sind ja, müssen ja den gleichen Wert haben. Das heißt, ich könnte zum Beispiel einfach hingehen und könnte das, was ich hier auf der Seite habe, also die 13 plus y, könnte ich hier an diese Stelle stehen. Und wir merken direkt, okay, dann ist es ja im Grunde kein Einsetzungsverfahren mehr, sondern hier an der Stelle ein Gleichsetzungsverfahren. Aber das kann hier und da genau das Gleiche sein. Also haben wir jetzt 13 plus y gleich 2y plus 11. Und jetzt sortieren wir das, dann holen wir die y auf die andere Seite. Also rechnen wir jetzt hier minus y, dann steht auf der einen Seite noch die 13, auf der anderen Seite 2y minus y gibt y plus 11. Als nächstes stört uns dann auf der rechten Seite die plus 11, also rechnen wir minus 11 und haben dann hier y oder 2 gleich y am Ende. Was uns noch fehlt ist, wir müssen natürlich auch das x noch ausrechnen. Das setzen wir jetzt mal hier ein, dann sind das hier 5x gleich 13 plus 2, dann ist, sind die 5x gleich 15 und dann müssen wir die 5 hier wegbekommen, das heißt geteilt durch 5 rechnen und dann haben wir x gleich 3 daraus. Wir haben also einen Schnittpunkt bei 3-2. So, wenn wir dieses System verstanden haben, sehen wir jetzt hier auch 2y, da auch 2y. Und jetzt setze ich einfach die rechten 2y hier vorne ein. Das heißt, statt dem 2y hier vorne, schreibe ich jetzt das, was auf der anderen Seite ist von dem Gleichheitszeichen. Das nennt man ja das Einsetzungsverfahren. Das heißt, wir beginnen hier mit x plus 5 plus 6x gleich 26. Dann ist der erste Schritt hier, dass wir mal zusammenfassen. Und das können wir machen, indem wir dieses x und diese 6x zusammenfassen. Das sind 7x, ich muss ein bisschen enger schreiben, damit ich hier drauf komme, plus die 5 sind 26. So, jetzt stehen hier links die 7x, also eine Zahl mit x, und die plus 5, eine Zahl ohne x. Auf der anderen Seite steht die 26 ohne x, also müssen wir die plus 5 auf die Seite bekommen, nämlich mit minus 5. Dann steht hier links 7x gleich 21. Jetzt müssen wir noch die 7 wegbekommen, mit geteilt durch 7. Und dann sind wir bei x gleich 3 auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hatten wir jetzt 2y gleich x, also die 3 plus 5, dann sind die 2y gleich 8. Jetzt müssen wir die 2 hier wegbekommen, also geteilt durch 2 rechnen. Und dann steht hier y gleich 4. Wir haben also einen Schnittpunkt bei 3-4 hierbei. Okay, dann gucken wir uns die C hier oben an. Auch dort haben wir ein 3y hier und ein 3y da. Das heißt wiederum, ich kann diese 6x genau an diese Stelle schreiben. Das machen wir jetzt dann auch. Schreiben wir 6x minus 2x gleich 24.
6x minus 2x können wir zusammenfassen. Haben wir falsch geschrieben. Also nochmal in Rot. Zuff. So, und dann sind das hier 4x gleich 24. Dann müssen wir die 4 hier wegbekommen. Also mit geteilt durch 4. Und dann steht hier x gleich 6. Und jetzt müssen wir das noch da oben einsetzen. Also wir haben hier 3y gleich 6x. Dann sind hier 3y gleich 6 mal 6. 3y gleich 36. Und jetzt müssen wir noch die 3 wegbekommen mit geteilt durch 3. Und dann sind wir hier bei y gleich 12. Wir können also sagen, der Schnittpunkt liegt bei 6-12. So, schauen wir uns die letzte Aufgabe an. Die ist wieder nach dem gleichen strikten Muster gemacht. Und wir können jetzt das, was hier drüben steht, die 4x minus 20, können wir an diese Stelle schreiben. Das machen wir dann auch und schreiben hier hin 4x minus 20 plus 8 gleich 2x. So, und dann versuchen wir das zusammenzufassen. Denn hier drüben stehen zwei Zahlen ohne x, die kann ich also zusammenrechnen. Dann steht hier 4x 20, minus 20 plus 8 sind minus 12 gleich 2x. So, was müssen wir jetzt rüberholen? Okay, wir haben auf der einen Seite die 4x minus 12, also die 4 ist eine Zahl mit x und auf der anderen Seite steht die 2x, also auch eine Zahl mit x. Wir müssen also die 4x hier wegbekommen mit minus 4x. Dann steht hier minus 12 gleich minus 2x, denn 2x minus 4x gibt minus 2x. Und jetzt müssen wir die minus 2 hier wegbekommen und jetzt muss man aufpassen, denn wir wollen ja das x da behalten, also müssen wir teilen und zwar durch die minus 2. Damit 12 durch minus 2 gibt 6, dann wäre 6 gleich x. So, und jetzt setzen wir das da drüben ein, dann haben wir hier 4y gleich 4 mal 6 minus 20. Dann ist 4y gleich 4 mal 6 sind 24, minus 20 sind 4. Jetzt müssen wir hier vorne die 4 wegholen mit geteilt durch 4. Und dann ist das hier y gleich 1. Also Schnittpunkt, Klammern 6-1. Ich gebe es zu, wenn man diese Aufgaben immer so gelöst hat, dass man zum Beispiel hier nach y umgestellt hat und dann einsetzt, ist es etwas mehr Arbeit. Aber wir hätten das überall machen können. Hier hätte man nach x umstellen können. Dann wäre die 5 hier auf die andere Seite gekommen. Dann wären das 2y minus die 5. Die wären dann hier hingekommen. Man hätte die mal 6 rechnen müssen. Ist etwas aufwendiger. Und hier oben hätte man einfach nur durch 3 teilen müssen. Dann hätte hier y gleich 2x gestanden. Und man hätte das dort einsetzen können, ausmultiplizieren können. Wäre möglich gewesen. Bei der ist es genau dasselbe. Hier hätten wir jetzt durch 4 teilen können. Denn die beiden Zahlen hier sind auch durch 4 teilbar und hätte das eingesetzt, wäre also am Ende auch dazu gekommen.